Willkommen zu einer weiteren Folge Fußballmanager 20 mit der Karriere bei Dynamo Dresden. Ja, wir haben 3-0 gegen Nürnberg leider verloren im Videotext-Modus, aber das war auch irgendwo logisch. Ne? Und jetzt spielen wir im DFB-Pokal dritte Hauptrunde gegen den RB Leipzig und das Ganze dann auch auswärts. So, dazu nehmen wir unsere Rotation 2, aber 3D-Taktik. Das wäre dann die hier. Und dann geht es in die Trainingswoche gegen RB. RB Leipzig. Dann gucken wir mal. So. Ja, das passt alles. Alles schicki. Transferperiode steht an, Scouting abgeschlossen. Ja, wir müssen langsam mal ablösefreie Transfers suchen. Machen wir gleich. Im nächsten Video. Genau. Kann man auch heute noch machen, weil wir. Ne, wir haben 3D-Modus. Da geht das ein bisschen schneller. Nicht so schnell, meine ich. Gut, Lovren darf wieder spielen im DFB-Pokal, das ist sehr gut. Dann kann er auch direkt dran bleiben, wo er ist. Auf die Reservebank erstmal. So, dann nehmen wir jetzt den 3D-Modus und das erste Spiel nach der Winterpause ist auch im 3D-Modus. Damit ihr euch gar nicht wundert. Aber wir spielen erstmal die Winterpause durch. Im nächsten Video. So, Dynamo Dresden gegen RB Leipzig. Jetzt bin ich mal gespannt. Die sind ja viel stärker als wir. Alter Verwalter. Ah ja, mal gucken, was wir daraus machen. Mal gucken, was wir daraus machen. Jetzt dauert das wieder Ewigkeit, bis der geladen hat, den 3D-Modus. So läuft das eben. So läuft das, Adens. So, RB baut sein Stadion aus, sehe ich gerade. Naja, sollen sie mal machen. Wir bauen unser Stadion auch aus. Schmuckes Ding. Wieder bauen. Eindeutig, zweideutig. Gut. Wir spielen 4-3-3 verschoben. Natürlich. Was denn sonst auch? So. Und so. Dann gucken wir mal, was wir gegen RB bringen. Ach. Sehr gut gespielt. Ah, hat der Torwart. Den hat der Keeper. Ah, das Spiel habe ich schon auch gespielt. Dungeon Keeper. Fand ich auch ganz cool. Aber heute ist die Grafik eher zum, zum Abgewöhnen. Ah, schade, war eigentlich sehr gut gespielt. Leider ein Ticken zu weit. Moment halten wir uns noch gut in der 10. Minute. Darfst du keinen verzelle. Das darfst du keinen erzählen. So, weiter geht's. Weiter geht's. Na, 11 Meter? Nein, doch nicht. Gut, Glück gehabt. Hat er gut getackelt. Ja, sehr gut, Jungs. Muss sagen, die halten sich gut gegen Leipzig. Kann man nicht meckern. Na, mal sehen. So. Brave Jungs. Buschis. Ne, mir gefällt das. Das ist also ganz gut alles. Aber es passiert wie immer, wie so häufig, die kommen dann gleich einmal vor die Kiste, ist das Ding direkt drin. Ah, gut gekämpft. Direkt den Gegenangriff unterbunden. Gegenpressing sozusagen. Ah, jetzt. Oh, fast so weit gewesen. Ecke, hat er gut gehalten. Ah, schade, Ecke ist nichts geworden. Ah, Einwurf für uns, ja. Ah, schade, die Flanke war leider nichts. Außer Späße nichts gewesen. Jetzt aber 1-0, jawohl! Durch.
Jeremiev. Jeremiev. Meine Güte, der Name. Egal. Hauptsache der trifft. Hauptsache der knockt. Knock out, please. Ah, ah, 2-0, jawohl. Durch Attic. Sehr gut, Jungs. Das macht ihr sehr gut. Ah, hat er Abwehr geklärt. Das hat die Abwehr geklärt. Ne, 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 so ein Driss. So ein Driss, so ein Driss, so ein Driss, so ein Driss. So, 2-0 führen wir zur Halbzeit. Sehr gut. Das ging RB Leipzig. Haben wir noch irgendwelche Überraschungen? Aue, Schalke 0-0, okay. Dortmund, Köln 1-0, das ist nicht überraschend. Düsseldorf 0-1 in Hannover ist auch nicht überraschend. Hertha 1-0 ist auch nicht überraschend. Aber Freiburg, Bochum in Freiburg ist überraschend. Na, Gladbach und Taching ist nicht überraschend. Und Bayern ist auch nicht so überraschend. So. Na komm. Du komm her, komm now, komm her. So, weiter, 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 weiter. Immer weiter, 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 weiter. So, weiter geht's. Weiter in der Text. So, jetzt geht's auf die andere Seite. Oh, die Daumen drücken, dass das Leipzig nicht dir wie Phönix aus der Asche ersteigt, entsteigt, hochsteigt, wie auch immer. Spielt ja auch alles keine Rolle. Jetzt ist das 1-2 passiert, habe ich gesehen. Alter Vater, ey. Darf man nicht erzählen. Ey. Egal. Da kann man nichts machen. So. Let's go. Macht doch 3-1 jetzt. Macht den Sack zu, sozusagen. Ah, sehr gut gelöst aus der Verteidigung. Ah, kriegt er den noch? Kriegt er nicht mehr. Schade. Schade, 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 schade. Entschuldigung, musste gerade mal abhusten. Bin ein wenig erkältet. Aber das hält mich nicht davon ab, meine Videos zu machen für euch. Sei denn, ist jetzt ganz hart. Aber so läuft das nun mal. So. Und 2-2, das war so klar. Okay. Ist jetzt unentschieden. Hoffentlich kriegen wir das noch geritzt, ey. Wenn ich immer aus dem DFB-Pokal raus, ist eine gute Einnahmequelle weg. Na, schade. Da war nichts außer Spesen, nichts gewesen. So, dann gucken wir mal. 70. Minute. Kurzen Moment, ich muss gerade gucken. Wir haben nämlich jetzt Telefon. Heute hört ihr das mal nicht, aber ich muss jetzt mal eine Pause machen. So, dann gucken wir mal weiter. Dann sehen wir, ob wir gegen Leipzig reißen. Reißen noch. Wir haben jetzt das 2-2 kassiert. Naja, wohin? Dann hoffen wir, dass wir noch das 3-2 machen irgendwie. Oder wenigstens in die Verlängerung kommen. So, ja, Leipzig ist nicht irgendeine Mannschaft. Die schaffen das auf jeden Fall zurückzukommen. Dann kann man auch nicht sauer sein, wenn man da verliert. Also, man hofft ja immer auf das Beste, aber man weiß halt auch, dass die halt sehr, sehr stark sind. So. Ene mene mu und raus bist du. Ah. Mach keinen Driss, Ritzebel. Ah, gut gehalten. Kann man nicht meckern. Das geht auf jeden Fall in die Verlängerung. So wie das aussieht.
Jetzt hätte die Mann ist das 3-2. Ja, habe ich mir schon gedacht. Ach Mann! Beinahe geschafft. Naja, egal, aber das ist eine tolle Leistung, kann man nicht meckern. Da kann man halt nichts machen. Die haben halt mehr Power, mehr Offensivpower als wir. Ist halt so, kann man nichts machen. Also sind wir aus dem DFB-Pokal rausgeflogen. Naja, ist nicht so schlimm. Dann können wir uns jetzt voll auf die Liga konzentrieren. Aber wir haben unser Ziel erreicht, dritte Runde mindestens. So, das war's dann wieder für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns morgen in der Winterpause. Bis morgen dann. Ciao, ciao.